Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Einer Stunde mit. Hier Applaus einfügen. Bitte. Ich bin der Gregor und ja, wie ihr schon gemerkt habt, normalerweise eine Stunde mit bin ich ja nicht besonders häufig dabei. Ich habe leider relativ wenig Zeit dazu. Wer sich daran erinnern kann, vor ja, fast schon 2 Jährchen habe ich mir in pre-einer Stunde mit Zeiten die Final Fantasy 13 Demo damals angeguckt und dann ausführlich besprochen. Und ja, ich würde gerne öfters mal solche Videos machen, aber habe leider relativ wenig Zeit dafür. Aber jetzt ist ein Spiel gekommen, wo ich gesagt habe, hey, wenn das mal da ist, ich möchte mir das auf jeden Fall in Ruhe angucken, in Ruhe näher angucken. Und es bietet sich auch an, wenn ich schon spiele, dass ich gleichzeitig einfach mal eine Aufnahme mitlaufen lasse und das eine Stunde mit wieder mal aufleben lasse. Welches Spiel ist es? Spiel heißt Xenoblade. Xenoblade ist ein Rollenspiel für die Nintendo Wii, gehört zur übergreifenden Serie Xeno. Serie könnte man fast schon sagen, es gab auf der PlayStation 1 ein tolles Rollenspiel, das hieß Xenogears, eins meiner Lieblingsspiele, und eine PS2-Fortsetzung davon, Xenosaga Teil 1, 2 und 3, habe ich alle hier vorliegen. Hey, kann man wahrscheinlich nicht sehen wegen dem dumpfen Licht. Und ja, das Spiel kommt in Europa Mitte August raus. Nintendo war so freundlich, hat mir vorab schon mal eine Version zur Verfügung gestellt, die ich mir jetzt hier angucken kann. Und ich habe mich in meinem heimischen Kabüffchen jetzt hier, deshalb bitte ich die nicht ganz so perfekte Ausleuchtung, vielleicht die ein oder anderen kleinen Problemchen, ich sitze jetzt hier alleine mit der Kamera daheim und kann das Ding nicht wirklich bedienen, zu entschuldigen. Aber ich bin heiß darauf, Xenoblade zu spielen. Und ja, ich habe meine Stoppuhr angemacht. Meine schaut ein bisschen anders aus. Ist ein bisschen digitaler. Guck mal, die läuft jetzt hier schon. Ho, ho, ho. Ja, und man sieht, wir sind schon bei 57 Minuten. Das geht alles von eurer Zeit ab. Deshalb würde ich sagen, ohne Umschweife, ich greife mir den Classic Controller. Ich habe es bisher noch nicht gesehen. Kurz in die japanische, glaube ich, mal reingeschaut für 2 Minuten. Deshalb ist das für mich auch alles noch Neuland. Und wir wollen mal starten. Ich drücke jetzt Start. Xenoblade Chronicles. Okay, was man hier schon sieht, deutsche Übersetzung, die mit dabei ist im Spiel. Eine besondere Sache bei Xenoblade Chronicles, das ist ein Spiel, was unglaublicherweise nicht in den Staaten angekündigt ist. Normalerweise ist es bei Rollenspielen ja so, die werden in Japan entwickelt, japanische Rollenspiele jedenfalls natürlich, und werden dann in der US-Version umgesetzt und innerhalb vielleicht von ein paar Monaten dann für Europa mal umgesetzt. Hier war es ein bisschen anders. Xenoblade wird nach aktuellem Stand nicht in den Staaten rauskommen. Es wurde von Nintendo of Europe quasi geschnappt und lokalisiert, übersetzt, wie man hier gerade sieht, mit deutschen Texten. Ich kann hier zum Beispiel meine Einstellung hier erst machen. Warte mal, ganz oben sieht man, Sprache kann man wählen zwischen Englisch und Japanisch. Das gilt für die Sprachausgabe. Ich werde die Englische einmal anlassen. Ich weiß, viele von euch werden speziell bei Japaner-RPGs die Japanische bevorzugen. Ich will mir aber gerne mal anhören, wie die Englische klingt, denn die soll von britischen Sprechern übersetzt worden sein. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und die Textsprache lasse ich mal auf Deutsch, sonst müsste ich, glaube ich, in das Wii-Menü gehen und das dann abändern. Was ich natürlich brauche, das habe ich schon eingestellt, Y-Achse invertiert. Richtige Menschen spielen nur invertiert, alle anderen haben keine Ahnung. Gut, ich gehe nochmal zurück. Ja, der Punkt war, Moment, zurück mit B. Sehr gut. Der Punkt war, das Spiel ist nur für Europa angekündigt, kommt also vorerst hier raus. Die werten Amerikaner, die spielen möchten, müssen importieren. Haha, am Arsch geleckt. Ja, ich musste so viele Spiele importieren, jetzt dürft ihr das auch mal machen. Gut, starten wir. Mal sagen, ist es zu laut, ist es nicht zu laut? Ich würde ja gerne die Lautstärke mal ein bisschen höher setzen. Ach, das wird bestimmt schon gehen, ja, schon mal die Ahnung. So, während er lädt, kann ich auch mal überprüfen, ob der Ton funktioniert. Hallo Ton, hallo Ton. Ach, das klingt doch gut, ja. Ja, ja. Ich werde jetzt erstmal von einem relativ übermäßigen Vorspann begrüßt. Ich versuche mal in den Ruhepausen zwischen den Dialogen vielleicht mal ein klein wenig Hintergrundwissen reinlaufen zu lassen. Okay, dann schauen wir doch mal zu. Long ago, the world was nothing more than an endless sea, cloaked in a boundless sky, reaching as far as could possibly be imagined. Mhm, interessant, interessant. Then two great titans came into existence. Also wer Xenogears und die Xenosaga-Spiele kennt,
Dem schaut jetzt gerade diese Anfangsszene von Xenoblade vielleicht fast erschreckend bekannt vor. In Xenogears und Xenosaga ging es vorherrschend um, ja, man könnte fast schon sagen, ein Zukunftsspiel, was von großen Mecha-Robotern dominiert ist. Ein bisschen inspiriert von Neon Genesis Evangelion, wer die Animes geguckt hat. Und auch wenn Xenoblade nicht direkt an die Story anknüpfen soll, dieser beiden Titel, das Xeno im Namen, die Entwickler, die da auch dahinter stehen, sind ebenfalls die gleichen. Und die Bildsprache, die ich gerade sehe, ist doch sehr, sehr typisch Xenogears und Xenosaga. Und als Fan der beiden Serien ist das schon mal was ganz Cooles hier. So, ich spiele übrigens mit dem Classic Controller. Now, our world, this vast land stretching across the remains of the Bionics, is under attack from a relentless force known as the Mechon. Ist natürlich nach vielen Rollenspielen auf PS3 und Xbox 360 eine kleine Umgewöhnung, wieder auf die Nintendo Wii zurückzukehren, was Rollenspiele angeht, also Grafik aufgrund so PS2, ein bisschen über PS2-Niveau. Aber ich muss sagen, was ich bisher hier zu sehen bekommen habe, Effekte, Detailgrad und so weiter, das sieht doch alles sehr klecklich aus. Und vor allem, es macht ja sehr viel vom Look auch das Design aus. Es muss ja nicht immer nur über Polygonanzahl und HD-Auflösung und so weiter gehen. Und hier so eine Mixtur aus, ja, ein bisschen Steampunk kann man schon fast sagen, Mechano-Elemente mit mehr Fantasy verknüpft. Das ist ein bisschen noch mehr Fantasy als die Xenogears und Xenosaga-Teile. Tja, der Typ sieht mir natürlich nach dem Hauptheld aus. Guck mal, was für ein tolles Schwert er hat. Wer sich an die E3 2009 erinnern kann, dort wurde das Spiel das erste Mal angekündigt. Damals hieß es noch Monado, komischer, sperriger japanischer Name, aber wurde damals zum ersten Mal vorgestellt unter diesem Namen. Ich glaube, unter dem existiert es auch noch, oder unter diesem Untertitel jedenfalls in Japan. Hier wurde es aber in Xenoblade, oder besser gesagt Xenoblade Chronicles umbenannt. Young man, komm mal ein bisschen zu. We've been given the order to retreat. We're pulling back the line to Colony 6. That's where we'll set up the last line of defense. Yeah, that's a good idea. Any more time spent hanging around here, and we're done for. Count me in. We gotta get out of here. Or we can stay and fight. What? We may die if we take a stand here, but staying gives us the chance to change our destinies. We have the Monado. Ah, das ist ja Monado. Also merken, Monado gleich leuchtendes Lichtschwert, das aussieht wie ein Tron-Motorrad. Ich schätze mal, da wir gerade in einer Art Kampfsituation hier sind, wir lernen natürlich jetzt hier erstmal die Charaktere kennen und bestimmt gibt es gleich eine Einführung ins Kampfsystem. Das ist für mich als Rollenspieler immer so, bei jedem neuen Rollenspiel, was man dann anfängt, der Punkt, wo man sieht, kann man mit diesem Spiel wirklich warm werden oder nicht warm werden, weil je besser oder je schneller du das System kapierst, unter dem das Spiel funktioniert und wie gut du darauf anspringst und wie viel Spaß es macht, umso eher habe ich Bock darauf, auch das Spiel weiterzuspielen. Deshalb bin ich jetzt hier sehr gespannt. Ich weiß, dass das Spiel ein Echtzeit, so teilweise Echtzeit-Kampfsystem hat, was ich nicht schlecht finde. Spiele ich durchaus gerne, ganz gerne auf diese Art. Es muss nicht immer komplett strikt rundenbasiert sein. Und dass es sehr Open-World-Elemente haben soll, vergleichbar mit Final Fantasy XII. Ein bisschen, da kann ich ein bisschen weniger mit dabei bei Offline-Rollenspielen. Aber mal sehen, was jetzt kommt. Also ich wette, gleich gibt's. Na, hab ich recht? Da, Tatsache. Okay, L und R Ziel erfassen. L und R waren. Ah, okay, drücke L und R, um einen Gegner anzuvisieren. Gegnerspiel. Ach, das ist ja so schön, dass mir das alles jetzt hier auch Punkt für Punkt gezeigt wird. Sehr schön. Also L und R. Ich habe einen Gegner anvisiert. Sobald du ihn anvisierst hast, erscheint das Kampfmenü. Wähle das Kämpfensymbol und eröffne den Kampf mit A. Okay. Kampf mit A eröffnet. Er holt sein Schwert raus. Nähere dich dem Gegner, um den Autoangriff zu aktivieren. Wenn die Entfernung zwischen dir und dem Gegner zu groß ist, kann dieser Autoangriff nicht ausgeführt werden. Okay.
Okay, Technik mit durchgeschriebenen Symbolen, Kommentaren nicht verwendet werden. Verzauberung, Schmetterschlag. Okay, dieses Menü, was unten auftaucht, sieht, ich bin momentan auf dem Angriff, glaube ich, hier drauf. Wenn ich mit links und rechts auf dem Steuerkreuz tippe, hier kann ich Magie anwenden. Ach, ja, das geht ja richtig ab hier. Und auf der anderen Seite, da ist da gerade ein X da drauf. Ich kann momentan, jetzt bin ich wieder aufgeladen. Jetzt mache ich mal einen großen Schlag. Ui, der hat gleich 6000 abgezogen und der war gleich weg dann, der Gegner. Okay, Kamera umdrehen mit L und R. Ich visiere mal einen anderen Gegner an. L und R war es doch. Ach da, okay. Jetzt mal gucken, was genau meine Aufladeleiste ist. Es mag jetzt aktuell ein bisschen hektisch aussehen. Aber ich glaube, die... der Angriff zieht... Guck mal, mit einem Schlag habe ich die beide jetzt hier weggehauen. Und, ach, den dritten haben auch meine Kollegen schon erledigt. Das ist doch... Oh, nee. Wo ist er? Da ist er. Oh, der ist jetzt neu hier dazugekommen. Gut. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ich bin jetzt fokussiert auf den Gegner, aber ich bleibe nicht automatisch fokussiert gerade, sondern muss mit der Kamera nachjustieren. Das finde ich momentan noch ein bisschen verwirrend. Muss ich vielleicht gedrückt halten. Also, Gegner anvisieren. Ich kann noch nichts machen, weil sich meine Active Time Battle Leiste erstmal wohl aufladen muss. Näher dran gehen. Okay, jetzt bin ich aufgeladen, jetzt mache ich mal einen Schmetterschlag. Er braucht ein bisschen. Zack, 3700. Seine Leiste ist schon relativ weit unten, weil die Kollegen gerade ganz gut behaken. Aber jetzt muss ich meine Active Battle Leiste auch noch mal ein bisschen aufladen. Okay, noch ein Schmetterschlag. Bumm, das war's, oder? 3500. Also ich glaube, das System kann man relativ leicht kapieren, wenn man erstmal drin ist. Ich bin momentan noch ein bisschen mit der Steuerung am Hadern, weil der Autofokus nicht ganz so funktioniert, wie er ist. Ich glaube, wir werden aber gleich Möglichkeit bekommen, da ein bisschen was zu machen. Lass uns mal ein bisschen in die Story hier einsteigen. They'll have to be, if they want to beat us. Now, let's even the odds a bit. You heard him. Dixon, Mumka, let's do this. Dixon und Mumka. Das sind auch wieder Namen, die nur Japaner sich ausdenken können. Nicht Paul oder Hans oder Kurt. Dixon und Mumha. Ich muss schon sagen, da kann man sagen, das Spiel sieht echt gut aus und nicht nur für Wii-Verhältnisse. Ich sag, es macht ja viel auch der Stil aus und der gefällt mir in den ersten Minuten schon recht gut. Sagt es noch nicht ganz. Oh, war das gerade Dixon oder Mumha? Ich glaube, der überlebt es wahrscheinlich nicht. Es ist nicht ganz genau die gleiche Schiene wie Xenogears und Xenosaga. Das ist ein bisschen mehr Fantasy als Weltraum und Technik, die man dort gerade sieht. Aber ey, Stil und Aufwand der Grafik, Charaktermodelle, schaut eigentlich recht interessant. Da ist Mumha. Nein, nicht Mumha. Mit den Freddy Krüger Krallen. So have fun keeping him occupied for me. I'm getting the hell out of here. Mumka, you dirty. Now don't worry, I'll organize your funerals. Well, see you boys. Wait. Huh? If this is a joke, it ain't funny. Also britischen Dialekte sind momentan noch ein wenig gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Wenn man so ein Rollenspiel hat wie Dragon Quest 8, wer das gespielt hat, oder in Deutschland Dragon Quest und die Reise des verwunschenen Königs, das ist so ein richtiges Fantasy-Märchenbuch-Rollenspiel mit Trollen, Königen, Prinzessinnen und so weiter. Und das ist auch komplett mit britischen Dialogen synchronisiert. Dort passt es aber wirklich wie die Faust aufs Auge. Es ist ein Spiel mit der mit besten Lokalisation, die es gegeben hat. Hier wirkt es, hier sehe ich noch keinen Grund, warum. Oh, Mumka. Na? Hier sehe ich noch keinen Grund richtig oder warum die unbedingt jetzt alle britisch sprechen müssen. Es hat keinen irgendwie Fabelcharakter und so weiter. Es wirkt momentan noch ein bisschen strange. Immerhin, auch wenn es nicht klappt, man hat ja hierzulande die Wahl, dann auf die japanische Sprache umzuschwenken.
Natürlich versteht die der Großteil der Leute, die Rollenspiele spielen, hierzulande nicht wirklich. Aber wer gerne Animes guckt und weiß, wie hochqualitativ die Synchros sind, da sind ja die Sayu, die Synchro-Leute aus Japan, sind eben immer mit sehr, sehr viel Elan und sehr, sehr viel Sache dabei. Haben die gerade auf den beiden großen Monstern gekämpft? Die japanischen Synchronisateure sind immer mit sehr, sehr viel Emotion dabei und es gibt dem einfach noch ein bisschen Flair. Ja? Also es ist so, wie wenn man einen Film original mit Untertiteln anguckt. Ob es jetzt japanisch, ob es jetzt spanisch oder sonst was wäre. Ich mag meist die englischen Synchronisationen. Bis jetzt, wie gesagt, bin ich noch nicht ganz so richtig warm damit geworden. Ach, ein Jahr später, natürlich. Vor allem, was mit Mumpra passiert ist. A Mechon M71. Oh, a Mechon M71. System to align one of the anti-air batteries. Oh, no good. It's broken. The joint section. It's buckled. It's completely useless. Ugh. Mal interessant zu sehen, nach dieser heftigen Kampfszene, die wir gerade hatten, ein Jahr später, grüne Wiesen, schönes Idyll, alte kaputte Mechas, die herumliegen. An M69! Its armor would be perfect for making a shield. If I can just get it off, I should be able to... Oh, ein Robot, ja. Ryan! It's not a Mechon. It's just a Krabble. It was using the Mechon armor as a shell. Tja, Klaus Dieter und das Monado, also ich nenne ihn mal jetzt Klaus Dieter, weil ich seinen Namen vergessen habe, war wohl nur im Intro erstmal spielbar und jetzt treffen wir wohl auf die wirklichen Hauptcharaktere. Die sind auch nicht so überpowered wie die wir vorher hatten. Okay, mal sehen, was ich jetzt Neues lerne. Eine leere KP, wahrscheinlich Kraftpunkteanzeige, resultiert im Kampf um Fähigkeit. Also meine Energieleiste in blau repräsentiert und die gelbe Energieleiste ist die Leiste des Gegners. Hier die Koloniekrabbe. Wähle eine Technik mit dem Steuerkreuz und aktiviere sie mit A. Den Rückschlag effektiv einsetzen. Ich muss sagen, auch die deutschen Texte noch nicht so ganz, wo ich sie mir gerne vorstellen würde. Die wirken alle noch sehr, sehr von der Liste runter übersetzt und gleich wieder ins Spiel. Mir fehlt noch ein bisschen so das Gefühl, Schulks Technik Rückschlag hört sich nicht so kreativ an und nicht so einnehmend, wie man es wahrscheinlich haben kann. Ich glaube, wenn ich es dann richtig spiele, das Spiel, werde ich wahrscheinlich auf japanische Sprachausgabe schalten und auf die englischen Texte. Ich schätze mal, dass das wahrscheinlich am interessantesten ist. Aber für die Leute, die dann Deutsch gern haben wollen oder englische Sprachausgabe, ist die Wahl vorhanden. Will aus, wer geheilt werden sollen. Okay. Ah, man sieht, meine Leiste muss sich erstmal aufladen. Aber man sieht, wie das Schwert langsam voll wird. Und wenn es voll ist, dann kann ich angreifen. So, jetzt drücke ich auf A. Und zack, er greift an. Angriff von hinten fügt Zusatzschaden zu. Technik können nicht ständig verwehrt werden. Ah, das, was ich gerade erzählt habe, zeigt er jetzt hier dort. Wenn das Schwert ausgegraut ist, noch nicht einsatzbereit ist, quasi wie Active Time Battle stand an der Leiste, hat man hier diesen kleinen... diesen kleinen Kreis, der langsam aufgefüllt wird. Momentan war es ein bisschen langsam. Jeder Charakter über einige Spezialtechnik. Wäre das mittlere Symbol und drücke A, um die Spezialtechnik einzusetzen. Man hat gesehen, der mittlere Kasten ist recht langsam erst voll geworden. Das heißt, man muss ihn wohl aufladen, indem man normale Schläge langsam auf die Gegner verteilt. Und ja, sonst würde man nur die Spezialschläge verwenden und kaputt hauen. Ja, was haben wir denn bekommen? Ein Krabbeleisenhaus und einen kleinen Panzer. Natürlich nehme ich alles. Kann ich bestimmt gut gebrauchen. Oh, da kommt ja noch einer. Besiege alle Gegner innerhalb der Barriere, um sie aufzulösen. So. Anvisieren damit. Jetzt habe ich einen Spezialschlag ausgewählt. Monster reagieren mit Wut auf die Angreifer. Je mehr Schaden ein Gefährte einem Gegner zufügt, desto mehr Wut zieht er auf sich. Der Wutring kennzeichnet die Gefährten, die die Wut eines Gegners auf sich gezogen haben. Leute, das kann man auch mit ein bisschen mehr Herz übersetzen. Ne? Ey, danke, dass ihr das Spiel hier in Deutschland rausbringt. Aber ich werde es wahrscheinlich auf Englisch spielen.
Schulterrückschlag versucht größeren Schaden, wenn er in den Rücken des Gegners, ist der Zusatzeffekt. Jetzt werde ich hier schon zugeschissen mit Technikgedöns. Ich glaube, ich will einfach nur erstmal kämpfen und schauen und warm werden mit dem Spiel. Okay, wenn ich zu weit weg bin, man sieht, meine Optionen sind dort ausgegraut. Außerdem leichter Heilungszauber, den kann ich von ein bisschen weiter weg ansetzen. Ich kann mir aussuchen, mich oder meinen Kollegen auch heilen. Ich heile den Kollegen auch, der hat 68 Hitpoints dazu bekommen. Natürlich war es, ja, ganz, ganz knapp. Hat ein bisschen was von den Piraten gerade hier, der Rain. Yeah, but thanks to you, we got its shell. Everyone in the colony is going to be really happy. I'm more worried about you than the shell. Oh, whatever. Knowing what you're like, at least you'll make a decent weapon out of it. This scrap driver's excellent. Okay. I just learned by watching Dixon make weapons. Also, soweit ich weiß, das Spiel hat gewisse Open-World-Elemente. Ich schätze mal, man wird relativ weitläufige Gebiete ablaufen können, dort auf sehr, sehr viele Gegner treffen. Vielleicht ein bisschen vom Gefühl her leicht Monster Hunter-ish. Man sieht ja vom Look und Feel her, es hat wirklich ein bisschen was von einem Monster Hunter, inklusive der Milliarden von Anzeigen, die über den Bildschirm ploppen und flackern. Ich finde sowas meist ein bisschen störend und zu sehr überladen. Mir reicht schon, wenn schon ein Spiel vielleicht kleine Anzeigen hat oder da mal die Hitpoints aufploppen oder so, weil es stört schon ein bisschen den Look oder die Atmosphäre, die dann da ist. So, Zielpfeil, um die Handlung voranzubringen. Halte ZL gedrückt, das ist oben hier, ne? Um die Kamerasteuerung anzuzeigen. Weitere im Tutorial. Speicherfunktion steht dir so gut wie überall zur Verfügung. Tutorials können jederzeit nachgelesen werden. Neue Spieletipps werden automatisch hinzugefügt. Levelanstieg. Harmoniemünze. Meine liebste Art von Münzen, die Harmoniemünzen. Gut. Das ist mein Menü. Ich speichere einmal ab. Ups. Menü ist mit X. Spieldaten und Optionen verwalten. Ich will einmal kurz speichern. So, der allererste Eindruck und bei einem Rollenspiel ist das immer ja, relativ knapp, wenn man jetzt schon nach so knapp 20, 25 Minuten man ja eigentlich noch fast so gut wie gar nichts gesehen hat, vom ersten Eindruck sprechen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein recht einzigartiges Spiel hier in, ups, Schatztruhe, ach nee, Moment, ich bin jetzt gerade hier im Safe-Menü, Schatztruhe will ich aufnehmen. Der erste Eindruck ist momentan, ich fühle mich noch ein bisschen überladen mit den ganzen Sachen, die auf mich zugestoßen sind. Ich glaube, ich muss erstmal herumlaufen und mir mal aneignen, was man hier alles machen kann. Ein paar Gegner besiegen, mal ein bisschen warm werden mit dem Kampfsystem. Mir gefällt die Grafik schon mal ausgesprochen gut. Also, wie gesagt, vorhin nicht nur für Wii-Verhältnisse sieht die eigentlich ganz schick aus. Ich folge mal dem Pfeil kurz zu meiner nächsten Location. Sieht ja ausgesprochen schick aus vom Look and Feel her. Guck mal da, was könnte das hier sein? Sammel-Items-Kollektion. Die Musik gefällt mir bisher auch echt schnieke. Xenogears und Xenosaga haben welche meiner liebsten Soundtracks. Also, ich kann das hier nochmal zeigen. Xenogears, wenn man es hier ungefähr erkennen kann, das ist der Soundtrack, geschrieben, komponiert von Yasunori Mitsuda, einer der wirklich besten Komponisten, was japanische Rollenspielmusik angeht. Der ist momentan jetzt hier nicht mehr dabei bei Xenoblade. Der Soundtrack wurde von 4, 5 verschiedenen Komponisten hier gemacht, unter anderem Yoko Shimomura, die Parasite Eve von Kingdom Hearts Soundtracks gemacht hat. Kann ich die Gegner hier killen? Nee, anscheinend nicht. Und hat dieses leicht europäische, ein bisschen irisches Flair, was die Xeno-Spiele ausmacht, hört man dort raus. Ich glaube, der Soundtrack, wie gesagt, der ist bisher, geht gut ins Gehör und Xeno-Spiele haben allgemein immer einen guten Sound. Ziel erfassen. Gemeines Raub. Ich hau dir in die Fresse, du Raub. Zack. Ah, okay. Ich muss einen Kampf initiieren, sobald es ist. Okay. Angriff von hinten. Drehschlag. Ich mache jetzt einen Drehschlag. Zack. Das ist doch wirklich nett. Ja. Grafik und Sound bisher recht interessant. Kampfsystemsteuerung muss ich mich erstmal noch dran gewöhnen. Story lässt sich wahrscheinlich auch noch nicht wirklich sagen, ob das was taugt oder nicht.
Auch hier um den Vergleich mit Xenogears kleiner Mück. Ein kleiner Mück, natürlich. Ich hau dich kaputt, du kleiner Mück. Xenogears und Xenosaga waren sehr storylastige Spiele mit teilweise sehr, sehr langen Zwischensequenzen. Also wer meint, Metal Gear Solid hat lange Zwischensequenzen, der hat noch nie Xenosaga gespielt. Da gibt es auch teilweise Cutscenes von 40, 50 Minuten Länge, die stattfinden. Und die Spiele sind wirklich sehr lang überworden. Xenogears 2 CDs, die zweite CD ist fast nur eine große Cutscene. Deshalb würde es mich nicht wundern, weil da die gleichen Leute hier dran sitzen, dass die auch wieder Cutscene-lastiges Zeug machen und viel Wert auf die Story legen. Ich habe jetzt... Die Kamera reagiert mir ein bisschen langsam. Mal sehen, ob ich die noch mal ein bisschen schneller machen kann. Entschuldigung, dass ich hier noch mal kurz hier in den Optionen... Ach, A drücken. Hey, Classic Controller. So, Einstellung. Die Kamera agiert mir ein bisschen langsam, muss ich sagen. Oh, Y-Geschwindigkeit, da haben wir doch was. Sprache Englisch, Minikarte, Winkelkorrektur. Immerhin, es gibt jede Menge Optionen, die man einstellen kann. Ich mach mal Geschwindigkeit der Kamera auf schnell und schneller. Okay, das ist doch schon mal besser. Also vor, okay, jetzt dreht sich auch die Kamera immerhin, wenn ich sie... mir so zurechtrücken will. Das ist, glaube ich, in den Kämpfen auch echt mal nötig. Und wenn die zu langsam ist, die Kamera, dann kannst du natürlich nicht wirklich dich konzentrieren. Da, ich will die Gegner... warte mal, ich muss aus dem Menü raus. Mit X. Und jetzt mal hier das gemeine Raub nochmal bekämpfen. Ich sehe schon, wenn ich erstmal drin bin im Kampfsystem, es ist momentan, wie gesagt, man muss sich erstmal kurz daran gewöhnen, welche Knöpfe machen was. Wie kann ich mich zurechtfinden in diesem Kuddelmuddel-Mischmasch an Grafikanzeigen? Aber wenn es einmal da ist, kann es ein recht fixes und auch vor allem sehr dynamisches Kampfsystem werden mit sehr, sehr Menge, viele Drops, viele Sachen, die man kaputt hauen kann. Es ist offensichtlich, ich prüfe noch mal kurz den Ton nach, Test. Okay, ich kann mich noch hören. Mal gucken, ob das Mikro funktioniert. Es hat echt so... Anleihenarten soll wohl so ein MMO-Rollenspiel-Feeling, MMORPG-Feeling ein bisschen replizieren durch die Art, die Geschwindigkeit der Encounter, ne? Kein separater Kampfbildschirm, die Leute laufen recht schnell durch die Gegend, du hast eine recht weitläufige Open-World-Gegend, momentan ist sie noch ein bisschen schlauchig, also ist aber auch der Anfangslevel hier, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele große Felder, das habe ich schon von den Leuten gehört, die die japanische Version gespielt haben. Wenn es die Vorteile der MMO-Spiele quasi wirklich diese offene Welt, diese schnelle Gameplay, wo Encounter wirklich fix und dynamisch ablaufen können, wenn es das replizieren kann, dann glaube ich, könnte das ein echt interessanter Ansatz werden. Für mein Verhältnis hat es zum Beispiel in dem Final Fantasy XII nicht wirklich geklappt. Dort wurde auch ein gewisser MMO-Ansatz in die Kämpfe mit reingetan. Du läufst über die weitläufige Umgebung und muss dabei aber meist zuschauen durch das, hieß nicht Gambits damals. Das Gambit-System, die Attacken und Zauber und so weiter aus einem Menü vorher auswählen und deine Kollegen haben sie automatisch zusammengestellt. Und je nachdem, wie gut du dann verteilt hast, in welchem Fall wird ein Heilzauber gesprochen, wann wird angegriffen, gegen welche Gegner wird welche Art von Zauber gemacht, hat sich das Spiel fast von alleine gespielt und man ist selbst über diese weitläufige Gegend gelaufen. Und gerade als ich nicht aufgepasst habe, während ich erzählte, hat mich das gemeine Raub kaputtgeschlagen. Okay, aber auch mal interessant zu sehen, was passiert, wenn man stirbt. Zurück zum Reisepunkt bei Kampfunfähigkeit des Anführers. Wird der Charakter kampfunfähig, die Kurve zum Reisepunkt zurückgesetzt, den sie letztes passiert hat. Das, finde ich, ist eine ganz coole Methode hier. Selbst wenn man mal gestorben ist, es wird nicht wieder das Neuladen verlangt, sondern es gibt Rücksetzpunkte anscheinend, wie bei Actionspielen, Prügelspielen. Und das ist doch mal ein netter und interessanter Ansatz, wo man das machen kann. Oh, ich sehe da gerade auch, meine Kraftpunkte haben sich dann aufgefüllt. Also ich starte jetzt hier erstmal wieder, wo ich vorhin losgegangen bin. Die Gegner greifen mich im Moment auch nicht an, auch wenn ich an denen vorbeilaufe. Ich denke mal, es gibt unterschiedliche Arten von Gegnern. Hier zu Beginn kann man selber provozieren, ob man mit denen kämpfen will oder nicht. Wenn man sie haut, dann schlagen die dementsprechend auch zurück. Später wird es ganz bestimmt Gegner geben, die auch selber auf einen zurennen und selber den Kampf initiieren.
Ich finde so eine Wahl immer ganz gut. Ja? Manchmal habe ich auch keinen Bock, wirklich zu kämpfen und keine 5 Sekunden zu kämpfen. Je besser mit einem Encounter-System umgegangen wird, umso angenehmer ist dann das Spielerlebnis. Lasst mir die Wahl, ob ich jetzt kämpfen will oder nicht. Und wenn mir ein Spiel komplett auf die Nerven geht, nur weil ich konstant kämpfen muss, dann ist es auch nicht wirklich das Wahre. So, ich lasse mal das Kämpfen jetzt hier, damit ich mir die Gegend angucken kann. Guck mal da hinten. Also dafür, dass ich in einem recht, ja, in einem tiefen Tal hier unten bin, die Weitsicht ist schon mal ganz geil. Ja? Aber man sagt ja immer auch bei Spielen, hey, wenn Spieler eine gute Weitsicht haben, wie ist es wohl, wenn ich dort hinten hinkomme? Ich glaube zum Beispiel jetzt noch nicht, dass da oben, ganz, ganz oben auf diesem kleinen Berg mit dem kleinen Wäldchen oben, dass ich dort oben auch hingehen kann. Aber ey, wenn ich es machen kann und das Spiel das vorgesehen hat, dann ist es auch so ein schöner Aha-Moment. Item gefunden, süßer Wasabi. Warum auch nicht? Oh, Cutscene. Mal sehen, was passiert. Mal sehen überhaupt, wie weit wir in einer Stunde von dem Rollenspiel jetzt hier kommen. Kolonie Nummer 9. Sieht auch ein bisschen aus wie bei Monster Hunter schon wieder. Oh, und die, der Soldat, den man gerade gesehen hat, mit dieser Art von Uniform, der sieht sehr, sehr nach Final Fantasy 8 aus. Die Soldaten, die dort herumgelaufen sind, gegen die man gekämpft hat als Balamgarden-Schüler, hatten ja auch diese blaue Metall-Uniform an, diesem komischen, geschuppten Helm. Ja, wenn ich keine Parts habe, kann ich sie nicht benutzen. Alright, see you later. See you later. See you later, man. Nimmt das denn alles noch auf? Ja, sieht auch gut aus. Gruppenmitglieder wechseln. Aktive Gruppe. Da laufe ich ja nur mal rum mit meinem Kollegen hier. So. Händler, willkommen. Hier könnt ihr kaufen und verkaufen. Verkaufe Items an Händler, um Geld zu verdienen. Natürlich. Mir hatte ich eine Figur mit einem Fragezeichen über den Kopf und Missionsauftrag zu hören und anzunehmen. Erfolgreich beendete Missionen werden mit Geld, Erfahrungspunkten oder Items belohnt. Hätte ich mir auch denken können, dass so ein Spiel wie Xenoblade, das mit Open World, MMO-like Encountern daherkommt, auch ein missionsbasiertes System hat. Auch mit offensichtlichen, natürlich, wie gesagt, Monster Hunter-Anleihen, die drin sind. Tauschhandel, kein Einfluss auf die Haupthandlung. Das heißt, es gibt wahrscheinlich spezielle Monster, die um die Stadt drumherum herumlaufen, die man dann besiegen kann gegen Geld, gegen Erfahrungspunkte. Oder irgendein Mädchen hat seinen Teddybär verloren, man muss ihn dann finden, dann zurückholen. Und letzten Endes bedeutet das, man muss dann reisen und Monster kaputt hauen. Und mal kommen wir hier rein, Dumbas Haus. Nein, Elonair Ziel erfassen. B-A-Zoom. Ah. Ich kann mal sehen, dass so, das ist die weiteste Ansicht für die Kamera. Kann man ganz gut hier nochmal sich die Weitsicht angucken. Ich finde, das ist mir aber ein bisschen zu weit. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ah, ich gehe noch ein bisschen näher ran. Okay. Kolonie, neuen Bewohner. Lass mich mit dir reden. Oh, Schulk. Du hast dich schon wieder draußen herumgetrieben. Schulk, Schulk, Schulk. Ist denn Schulk im Nacken? Lass mich raten, hast du schon wieder nach Schrott gesucht? Haha, typisch. Oh, ich sollte vielleicht nicht vorlesen die ganze Zeit, denn dann fühle ich mich so, als ob ich gerade ein Let's Play mache. Und das machen wir hier nicht unbedingt. Ihr könnt ja sicher auch lesen, was da steht. Ich muss ja nicht alles vorlesen. Also Schulk ist ein Schrottsammler, neuer Reisepunkt. Ah, okay, wenn ich jetzt sterben würde, dann würde ich hier wieder zurückkehren. Händler, willkommen, kaufen und verkaufen. Mal sehen, was ich dem Händler jetzt hier andrehen kann und für wie viel Geld. Verkaufen. Schon wieder ganz, ganz komische Items gesammelt. Ach Gott, schon wieder Menüs. Oh. Was zu verkaufen? Wie lang sind denn Schaltflächen? Waffenkopf, oh Gott, das sieht mal wieder sehr aus. Ich muss mich echt wirklich mal wahrscheinlich ein paar Stunden hinsetzen und mich ins System vertiefen. Ich spiele gerade aktuell Legend of Heroes, Trails in the Sky für die PSP. Rollenspiel, was bisher nur in den Staaten rausgekommen ist und in ein, zwei Monaten ist hier auch als PSN-Titel dann erhältlich sein wird. Da bin ich natürlich momentan gerade in einem anderen RPG-System drin und jetzt sich hier an Xenoblade zu gewöhnen, das doch relativ unterschiedlich daherkommt. Legend of Heroes ist ein bisschen traditioneller gehalten und ein echt cooles, klassisches, storybasiertes Spiel, gerade 45 Stunden drin. Das hier durch den Open-World-MMO-Charakter mitverkaufen, mit Monster-Hunter-Anleihen, mit einem anderen System.
Da sehe ich, da muss ich mich mal entspannt wirklich einen Nachmittag hinsetzen und dort mal die Systeme ausbaldowern. Ich würde sagen, da wir noch ein bisschen was überhaupt von dem Spiel sehen wollen, werde ich mich mal jetzt darauf konzentrieren, die Story voranzutreiben, eine Handvoll Cutscenes, vielleicht noch mal ein paar Kämpfe mitzunehmen, weil diese Stunde ist ja dann auch ratzfatz vorbei, vor allem mit einem Rollenspiel. Levelanstieg durch einfach durch die Gegend laufen, habe ich auch nichts dagegen, ehrlich gesagt. Man muss ja nicht immer jemanden in die Fresse hauen. Vielleicht sammelt er ja Erfahrung im Laufen. Also so, so funktioniert dieser. Oh, kann ich den hauen? Nee. Was zum Teufel ist das denn? Truppen völlig aus, eine Pollenkugel, Wurf in Hirn. Ach, Hom Hom versteht nicht. Hom Hom. Alles klar. Es ist ja nichts faktisch falsch mit der deutschen Übersetzung, aber die wirkt momentan noch ein bisschen lieblos. Ich bin da ein bisschen besser was, ein bisschen was Besseres von Nintendo gewöhnt. Neuer Reisepunkt, Truppeneingang. Reisepunkte entdecken, tipp. Ich bin die ein bisschen gewohnt, dass die ein bisschen lebendiger sind. Nintendo macht echt fantastische Lokalisationen, sei es Englisch, sei es Deutsch. Die Zelda-Teile sind brillant übersetzt. Ich mochte sehr, sehr die Übersetzung der Hotel Dusk-Serie, also Hotel Dusk und Last Window auf dem Nintendo DS. So 70er, 80er Jahre. Grafik-Adventure mit Detektivgeschichten und sehr, sehr guten Dialogen. Das jetzt hier wirkt ein bisschen uncharmant. Und das mag ich eben nicht wirklich. Deshalb, ich hoffe mal, dass die englischen Texte ein bisschen mehr Charme versprühen, als jetzt doch die ein bisschen trockenen, überladenen deutschen Texte. You idiots! What the hell are you playing at? Uh-oh. The Colonel's gonna explode. Crashing the mobile artillery into Comedy-Charakter hat einen Bart, der nach oben geht. Sorry, sir. It's just that we were trying to go as fast as we could, like you ordered. But it's impossible to get back to the military district in only 40 seconds. Auch die Musik zeigt, guck mal, ich bin ein Comedy-Charakter, ich springe herum wie blöde und dann boah, 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 boah. Yes, sir. You're a disgrace to the uniform. Are you forgetting? Manchmal sind Japaner-Rollenspiele nicht besonders dezent, muss ich sagen. During joint maneuvers with stick your back into it, maggots. Yes, sir. Get the artillery back to the military district, double time. Then I want a million press-ups from both of you, and you better not stop until your biceps explode. Colonel, we can't move the artillery. What? You better give a damn good reason why. Sir? Guck mal, 20 Minuten noch übrig laut Counter. Wie schnell das vergeht. And now the cylinder is empty. Well, change the cylinder then. Can't you even do something as simple as that? The auxiliary cylinders have all been used up. It'll be 3 days until more come in, sir. I told you to keep a stock of fuel in reserve. Sorry, sir. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt, innerlich zu lachen. Weil es ist ja. Guck mal, er hat ihn gehauen. Das ist. Das ist witzig. So, oh, mein Mikro läuft noch sehr gut. Ich sollte mich davon ablenken lassen, dass ich hier und da mal ein bisschen checke. So, ich spreche mal mit dem Bartmann. Ist der das? Hello. Nein. Ja, ich lese die Texte mal später. Wo ist denn mein Zielpunkt? Da. 85, 73. Ich treibe jetzt erstmal die Story voran. Ich werde vielleicht nicht jeden Dialog zu 100% lesen. Ups, ich hätte wohl. Oh, Tag und Nacht. Ich will nicht jeden Dialog komplett durchlesen. Das ist auch schon mal was Schönes. Open World, aktiver Tag- und Nachtwechsel, der nicht storygebunden ist, sondern mit durchlaufender Uhrzeit dort hat. Werde ich vielleicht sogar irgendwo dann schlafen müssen, um meine Energie aufzuladen? Ich weiß es nicht. Ich bin kein besonders großer Fan von MMOs. Mir fehlt einfach leider die Zeit dafür, mich da in dem Spiel wirklich zu vertiefen, deshalb weiß ich nicht, inwiefern solche Konzepte natürlich gang und gäbe dann dort sind. Ich kenne mich nur ein bisschen peripher damit aus. Ach, guck mal, was das ist. Ich kenne mich ein bisschen peripher damit aus, aber solche Sachen im Offline-Rollenspiel zu sehen, wie aktiver Tag- und Nachtwechsel, Open-World-Umgebung, das ist schon mal was Besonderes. Ey, den kenne ich doch. Just now. I see you've been busy. Looks like your Monado research has been going well. Wo ist denn hier die andere Schabaracke? Your research notes really helped.
So, you can activate it now, then. Well, anyone can activate it. The problem is controlling it. Mm-hmm, yeah, mm-hmm. For everyone except him. Yes. Yeah. If anyone other than Dunban were able to control the Monado, we could surpass any military force in the world. Verrat euch mal ein Geheimnis. Wird das Monado dann schwingen können. Nennen wir es mal so. It's starting to look like the Monado might be something far more significant than just a weapon for defeating Mekon. I see. And the evidence to support your theory? It's the symbol that appears in the center when it's activated. What I know is, the central piece is made from multi-layered glass. Nein, ich überspringe die Cutscene nicht, aber ich kann, glaube ich, ein bisschen zwischendurch erzählen. Ich habe am Anfang ein bisschen ausgeführt die anderen Xenospiele. Also Xenogears für die PlayStation 1 und Xenosaga Teil 1, 2 und 3 für die PlayStation 2 sind recht einzigartige, storylastige Japaner-Rollenspiele. Also sie sind wirklich sehr, sehr inspiriert von Neon Genesis Evangelion gewesen mit Mechern, Emotionen, Krieg und sehr, sehr verworrener, psychologisch angehauchter Story. Die Xenosaga-Spiele auf der PS2 haben alle Untertitel von Friedrich Nietzsche. Ja. Teil 1, Xenosaga 1, Episode 1, Der Wille zur Macht. Teil 2, Jenseits von Gut und Böse. Er steht auf Deutsch drauf, auf der US-Packung, auf Deutsch. Und Xenosaga Episode 3, ja, das Licht nicht besonders gut eingerichtet. Also sprach Zarathustra. Alles sehr, sehr, wie gesagt, einzigartige, storylastige Spiele. Xenoblade mit der Ausnahme des Xeno im Namen und leichten stilistischen Überschneidungen macht jetzt aber einen ziemlich anderen Eindruck. Das Programmierteam, was gerade hier Xenoblade entwickelt hat und früher für Xenogears und die Xenosaga-Spiele und verantwortlich gewesen ist, heißt Monolith Soft. Nicht zu verwechseln mit den Monolith-Leuten, die 4.1, 4.2, 4.3 Spiele gemacht haben, die Horror-Ego-Shooter. Monolith Soft war früher bei Squaresoft angestellt. Die Leute, die damals eben Xenogears für Squaresoft entwickelt haben, haben sich dann abgespalten und sind von Namco dann zu Nintendo gegangen, haben in der Nachfolgezeit eben Xenosaga hauptsächlich und eine meiner Lieblingsreihen auf dem Gamecube, Baten Kaitos 1 und Baten Kaitos Origins, fertiggestellt. Wenn sie Spiele gemacht haben, haben die eben meist doch einen storylastigen Anspruch gehabt, aber gameplaymäßig waren die immer anders. Während Xenogears und Xenosaga mehr ein bisschen traditioneller rollenspielmäßig gewesen sind, auch mit eigenen Ideen, war Baten Kaitos ein spielkartenbasiertes Kampf, also ein spielkartenbasiertes Spiel, hatte ein Kampfsystem, wo du mit Spielkarten Decks sozusagen dich gegeneinander gebattelt hast. Yu-Gi-Oh! Will ich jetzt nicht als Vergleich heranziehen, aber es ist das, was wahrscheinlich am bekanntesten ist, mit einem Fantasy-Twist und einem echt guten Kampfsystem. Oh, da ist ja hier der Dunbar, guck mal. Ist total, wenn ich das nach der Grafik interpretiere, auch ein bisschen ein bisschen das dort. Und Xenoblade hat jetzt eben diesen open-worldigen Touch. Also kann man vielleicht nicht automatisch sagen, wenn ich Xenogears und Xenosaga gemacht habe, dass Xenoblade automatisch was für mich ist. Ich bin auch kein so richtig großer Fan von Monster Hunter, das ist ja eher die Expertise von Trant. Und ein Spiel, das mich im ersten Blick so mehr an Monster Hunter erinnert, wäre vielleicht nicht so ganz mein Metier. Aber hier sind momentan noch genug interessante Sachen, um mich wirklich irgendwann mal zu packen, wenn es soweit ist. Na gut, wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde und ich spiele noch ein bisschen und gebe da mal ein kleines Vorfazit ab. Don't feel like you need to stay here then, Fiora. Go and make your next delivery. Huh? Der ist doch schon nackig, well, komm, Fiora. Well, I'm sure you'd like Shulk to try some while it's still hot. That's okay. Shulk has no sense of taste. Ah, okay, dann kommen Fiora und Shulk kommen zusammen. Nicht die beiden hier. Ist wahrscheinlich seine Schwester oder sowas. In which case, today he would actually mean it. Maybe. I'm fine, Fiora. Off you go. Okay. Ich muss sagen, so in 1 Stunde mit bei anderen Spielen
gucke ich mir das nicht so gerne an oder würde ich das in der Form nicht so eher machen, einfach weil du innerhalb von einer Stunde doch schon recht viel von dem Spiel zu sehen bekommst. Ich glaube, bei einem Rollenspiel ergibt das sogar mehr Sinn, sowas als kleine Vorstellungsrubrik zu machen, weil du kriegst einen kleinen Eindruck, wie das Spiel sein kann, aber es hat noch nicht wirklich viel verraten vom Spiel. Du kannst dich selber darauf freuen, das Spiel wirklich zu entdecken. Man hat quasi noch eigentlich nichts gespoilert in der ersten Stunde. Ach, guck mal, jetzt laufe ich hier mit Fiora. Fiora? Essen für Shuik. Ja, nehme ich doch an, ich gebe ein bisschen Essen für Shuik. ...13 Minuten Geschäftsviertel. Plus Anzeigen, Plus ist hier. Dunbans Haus. Okay. Ich muss Essen zu Shuik bringen. Hey, Fiora. Guck mal, Dixon ist wieder da. Looks like you're in a hurry. Where are you off to? I just thought I'd take Shulk some food. I'm on my way to the lab. Shulk's not there right now. Really? Wo ist denn der gute Shulk? Also, wo bin ich gerade hingelaufen? Ach. Auf den Ausblickshügel. Ah, natürlich. Shulk geht zum Ausblickshügel und das knackige junge Mädel im knappen Lederoutfit will ihm Essen zum Ausblickshügel bringen. Na, was das wohl bedeuten wird. Okay, meine Mission. Guck mal, jetzt ist nicht mehr der automatische Ausblick dort drauf, sondern wenn man auf die Karte schaut, ist der Ausblickshügel leicht außerhalb von der Stadt. Ich mag wirklich diese Art von Weitsicht. Das ist echt cool. Das hast du nicht im Filmraum spielen. Guck mal, das ist bestimmt wieder so ein Wasabi oder sowas. Nee, ein Möwenzahn. Ist ja klar. Und der Einfallsreichtum, der in den Itemnamen steckt, der ist nicht so ganz im Text momentan vorhanden. Blaue Kette gefunden. Möwenzahn. Das zeugt ja schon davon, dass man sich Gedanken gemacht hat um die Texte, aber das andere wirkt alles doch ein bisschen trocken. Und ich mag es bei Rollenspielen nicht wirklich, wenn die Texte doch zu trocken und einfallslos sind. Kann ich den hauen? Hasid? Ah. Okay. I feel stronger. Okay. I can do it. I know I can. Butterfly one hit kill or something. Gut. Hat ein bisschen gedauert, steifes Haar, warum nicht? Hat ein bisschen gedauert, bis ich gemacht habe. Übrigens, Kraftpunktanzeige, die lädt sich von alleine wieder auf. Das heißt also, auch wenn ich bei einem Encounter durch das automatische System Energie verloren habe, dadurch, dass ich nicht immer dann per Hand ausweichen konnte, wird die dann von alleine aufgeladen. Es wird schon da garantiert, dass man jetzt durch unnötigen Energieverlust nicht zu sehr gefrustet wird, was auch nochmal eine gute Sache ist. Die Zeit rinnt davon. Wir haben bald die eine Stunde erreicht. The Monado. It's the only sword that's effective against the Mechon armor. They say that before time began, it was wielded by the Bioness. Nicht die Bioness. The same Bioness that we all live on. Was auch immer das bedeutet. It must have a secret. That's how Dunban was able to destroy so many Mechon. And why he lost the use of his right arm. Oh nein! Dunban, ich habe einen Tipp für dich. Werd Linkshänder. Shulk! Ich hab dir was zu essen mitgebracht, Shulk. Oh, Fiora. Mach mal die Büchse auf. Lecker Brot. Was? Ach so, oh. Die Perspektive hat gerade was anderes suggeriert. Oh, Shulk, you say that every day. Der hat noch gar nicht abgebissen vom Brot. Das ist doch noch ganz. Wie? Nintendo Wii. Man kann nicht jeden ein bisschen animieren. Schon wieder ganzes Brot. Ich glaube, wir schauen uns diese Cutscene noch an und bevor uns die Zeit komplett davonrennt, werden wir dann zum Schluss kommen und ein kleines Fazit abgeben.
Hätte ich nicht gedacht. Eine Stunde und ich muss nicht zur Toilette rennen. Yay. Aber dafür habe ich Durst. You're spending too much time with Ryan. You're getting used to all the noise he makes. Yeah, maybe. It's so peaceful. You know, Shulk, I hope every day can be like this, always. Huh? The debris siren. Die Trommelsirene. Strange. There hasn't been much falling lately. Interessant, also da fällt Zeug vom Himmel runter, suggeriert, dass da irgendwie eine Welt in den Wolken existiert. The anti-air batteries can't protect us out here. Let's get back to the lab. Okay. Na gut, es ist noch Zeit, zum Labor zurückzukehren. Also machen wir das mal. Aufmuntern, aufhelfen, Harmonie. Ja, damit werde ich mich mal in Ruhe gegen Harmoniegespräche untereinander. Den Anführer. Ne, ich will mit Fiora herumlaufen. Nicht mit Shulk. Bei so einem Rollenspiel ist eine Stunde echt fix vorbei. Ich laufe einfach mal pro forma wieder in die Stadt rein. 10 Erfahrungspunkte. Ah, Harmoniegespräch. Okay. Das kannst du noch nicht führen. Aha. Daneben nicht. Die Flagge zeigt mir an, dass ich irgendwo zum Norden hin muss. Ich hoffe mal, dass ich auch durch die Stadt laufen muss. Das ist sehr interessant, wenn man neue Orte entdeckt, bekommt man tatsächlich Erfahrungspunkte dazu. Das heißt, ich kann meine Charaktere tatsächlich durch Laufen aufleveln. Es scheint auf jeden Fall in die Richtung hinzugehen, wo ich hin will. Eine Cutscene noch und dann speichere ich ab. Dahin vielleicht? Den kleinen Futzel habe ich vorhin schon gesehen. Wo bleibt denn hier der andere? Ach, da ist er. Hier ist er nochmal. Shulk. Shulke 04. Ne, ich glaube, hier ist falsch. Ich muss doch da oben hin. Die Zeit verrinnt und verrinnt. Ich würde ja gern sonst auch noch ein bisschen länger spielen, aber eine Stunde mit heißt nun mal eine Stunde mit. Und viel länger als eine Stunde gehen auch nicht die Tapes, die ich drin habe. Und in 5,5 Minuten ist die Stunde zu Ende und das Tape auch. Da. Ach, zum Schwert muss ich hin. Das kenne ich ja noch. Gut, letzte Cutscene, dann kleines Fazit über das Ganze. Ryan, what are you doing? Shulk! No, I'm just... Who's hit off by Ryan? Tja, Ryan kann nicht wirklich mit dem Monado umgehen. Alter! Du Scheiße. Ist gerade Fiora in zwei geteilt? Goodness. Fiora, are you okay? Are you okay? What's the wolf? It's broken. Gleich fällt sie in zwei tot um. What? What do you mean it's broken? Don't you care about me? I could have died. You're not hurt, are you?
The Monado can't cut people. More importantly, what were you thinking, Ryan? Sorry, I came to ask a favor, but you weren't here. And I saw the Monado and... I know I'm here a lot, but even I need fresh air sometimes. Is your body still feeling numb? We have to be very careful with the Monado. It's not a toy. I know, man. I just wanted to touch it. Didn't know it would do that. Sorry. Sorry. But is it true? The Monado really can't cut people? The pattern in that circle. Or maybe it's a symbol. I think it shows which power the Monado has at the moment. You think it... Was zeigt mir denn die Anzeige dort an? Also, dass das Tape gleich zu Ende ist. Knapp 5 Minuten noch. Auf dem Tape. I should. I'm sure that's all very clever. But why were you more worried about a machine than me, Shulk? Well, I just explained why. That's not the point. Sorry. Die kommen am Ende zusammen. Look at you, worthless without the Monado. Until I've scrapped each and every one of you! So, of course I want to get my revenge! Your blade, it did not cut deep enough. No! Und es ward weiß. Tja, ich habe mal diese Szene jetzt hier übersprungen, weil ich glaube, ja, wenn wir schon Ausstiegspunkt brauchen, dann ist es nach so einer doch interessanten und heftigen Szene doch hier gewesen. Und der Counter geht unaufhörlich gen Ende zu, knappe 2 Minuten. Xenoblade, das war's. Eine Stunde mit Xenoblade. Kurz erster Eindruck, ich habe es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, darüber, was ich während des Spiels über das Spiel erzählt habe. Ich bin, wie gesagt, Fan der alten Spiele der Entwickler, Xenogears und Xenosaga, plus die Baten Kaito-Spiele habe ich sehr gern gespielt. Bei Xenoblade finde ich auf jeden Fall den Ansatz interessant. Open-World-Elemente, auch wenn ich kein Open-World-Spieler bin, können ein Spielsystem bereichern. Und in dem Fall, wie wir es hier gerade haben, sind die auch alle relativ sinnig und sinnvoll miteinander verknüpft anscheinend. Ich finde es noch nicht ganz so gut. Die Übersetzung ist nicht unbedingt auf Deutsch so lebendig, wie ich sie gern hätte. Die englischen Stimmen wirken ein bisschen gezwungen auf britische Dialekte gemacht. Vielleicht ist es aber auch nur mein Gehör, weil ich so viele Spiele mit amerikanischen Dialekten dann gespielt habe. Aber die Wahl ist ja vorhanden, Text und Audiosprache zu ändern, je nachdem, wie man es haben will. Spielsystemmäßig muss ich nochmal gucken, man kriegt natürlich innerhalb von einer Stunde keinen vernünftigen Eindruck vom Kampfsystem. Es kann viel Spaß machen, ich glaube, ich werde auch echt viel Fun haben, die Umgebung dort zu erkunden und alles in Ruhe auseinanderzunehmen und mir anzuschauen. Aber es ist vielleicht nicht, sagen wir, zu 100% genau das Spiel, was ich mir in einem Rollenspiel vorstelle. Ich habe mir vielleicht gehofft, dass es ein bisschen, kleines bisschen traditioneller ist als sonst. Es muss nichts Schlechtes heißen, eben Echtzeit, Open World und so weiter und so fort. Aber wenn du ein storylastiges Spiel hast und nebenbei auch so ein Spiel, was hier offensichtlich sehr viel auf Gameplay dann setzt, mit vielen Missionen, mit großen Gegenden, die man durchgehen kann, bevor ich weitermache. Der Counter. Na. Lass mir den erstmal durchklicken, dann noch ein kleiner Satz zum Abschluss und das war's dann. Alter, das ist das erste Mal, dass ich den Counter gehört habe. Eine Stunde, ja. Sehr interessantes Spiel. Es wird erscheinen, ich glaube, 18. oder 19. August, also rund zur Gamescom. Bis dahin werde ich schon ein bisschen mehr gespielt haben und kann vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr was dazu sagen, gegebenenfalls in einem Podcast, der dann kommen wird. Ja, ich hoffe, euch hat das eine Stunde mit Xenoblade Spaß gemacht. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, dass ich nach langer Zeit wieder mal so eine Art Beitrag machen kann und ausprobieren kann. Schickt mir Mail, gregor@game1.de, wenn ihr wollt, dass wir das noch irgendwann mal in anderer Hinsicht mit anderen Spielen wiederholen. Bis dahin und bevor mir das Tape dann aber wirklich einen Schlussstrich durch die Rechnung macht, sage ich Tschüss und Bye-bye.